Meine Damen, meine Herren, liebe Kinder, hier kommt er, der Stargast der heutigen Ponyhof-Show. Benannt nach einem Soulsänger und einer mexikanischen Maus mit Sombrero, bringt er deren beide Haupteigenschaften mit: Seele und einen ausgeprägten Sinn für La Vida Loca. Aus dem wilden Kerl ist mittlerweile ein Schauspieler geworden, der in ernstzunehmenden Filmproduktionen daheim ist und im Tatort. Liebes Publikum, jeder Ponyhof braucht einen Ochsenknecht. Hier ist er, Wilson González Ochsenknecht. Hallo. Na? Hallo. Letztes Mal war die schnellste Maus Mexiko. Sag mal, was machst du im Moment? Drehst du? Hast du irgendwas in der Vorbereitung? Ja, ich habe gerade was in der Vorbereitung. Ich werde was in Budapest drehen. Da kann ich nicht so viel sagen, aber es hat was mit einer Black Metal Band zu tun, Mayhem, Anfang der 90er. Und einem sehr berühmten Musikregisseur, den man kennt von internationalen Stars wie Beyoncé, Rammstein oder... Noch nie gehört. Lady Gaga, das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich Beyoncé so und Rammstein in einem Satz zusammenhöre. Ja, gibt's. Aber naja, auf jeden Fall, ja, da ist was im... Da wird jetzt bald angefangen zu drehen und das kommt dann nächstes Jahr raus. Und deswegen habe ich lange Haare. Ich darf auch nicht in die Sonne und so. Und, ich dachte, das wäre jetzt so Berlin schick. Ja, nee. Du pendelst ja im Moment sehr viel zwischen Berlin und L.A., wenn das stimmt. Mhm. Wie kam es dazu? Meine Freundin ist von dort, die studiert dort. Und ja, wenn die halt frei hat und ich frei habe, dann mache ich halt dort Urlaub. Und im Sommer sind wir in Berlin. Und L.A., ist das so ein Thema auch beruflich? Also wenn man da eh privat viel ist, versucht man dann auch beruflich dort Fuß zu fassen? Oder nee, ist das eher so die große Hollywood-Blase? Mir reicht es eigentlich schon privat, dort zu sein, weil es ist auch, ich mag Deutschland sehr und ich möchte auch eigentlich hier die Basis haben und dort halt mehr oder weniger dann zum Spaß hin, weil es ist schon ein großes Ziel, da irgendwie hinzuwollen, und dann muss man auch ziemlich viel tun und es geht auch nicht ohne, und das ist nochmal ein ganz anderes Abenteuer. Aber mal gucken, was passiert, man kann ja nie sagen. You never know till you know, ne? Ja. Aber also gehst du überhaupt hin mit vollem Namen? Oder ich meine, eigentlich bist du mit Wilson González, bist du mega aufgestellt in den USA. Dort ist nur Wilson González. And now, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Wilson González. Ja. Klingt zu international für Klingt Deutschland. Klingt mega gut. Du entwickelst dich ja gerade vom Kinderstar und Sohn von zu einem tatsächlichen Charakterdarsteller und wirst auch vom Feuilleton total gelobt. Mhm. War das beabsichtigt, diesen Schritt zu gehen, oder warst du wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Keine Ahnung, also, ja, ich war hier in Deutschland. Und, ich war einfach da. Naja, keine Ahnung, ich bin jetzt 26 und irgendwie mit 16 Jahren habe ich mir so gedacht, dieses Filmgeschäft gefällt mir so sehr und ich möchte das eigentlich für eine längere Zeit machen. Also habe ich dann überlegt, halt Film zu studieren, und das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Bin 1,5 Jahre nach L.A. gegangen und habe dort Film studiert, und dann bin ich zurückgekommen, und mir macht Film halt so viel Spaß und es gibt so viele Art von Möglichkeiten, und wir in Deutschland haben auch viele interessante Filme früh gemacht, und ich möchte das halt auch wieder, dass es so bleibt und auch wieder so weitergeht oder auch wieder auferlebt wird, dass da vieles aus Deutschland kommt. Wir haben jetzt eher was für die stumpfen Gemüter, das liegt aber nicht an dir, das liegt eher an uns. Wir spielen Flaschendrehen, und zwar eigentlich genauso, wie man es kennt. So wie mit 15 Jahren. So. Genau. Wir sind alle vergeben, aber ist egal. Der einzige Punkt ist... Genauso. Wir würden diese Flasche drehen, und auf den sie zeigt, der muss eine Aufgabe erfüllen, die bereits im Vorfeld festgelegt wurde. Die haben sich andere Menschen ausgedacht, die viel, viel böser sind als wir. Kennen die auch nicht. Keine Einer Angst. Davon ist er. Großen Applaus für den bösesten Menschen am Set. Sollte es irgendjemand von uns hart überwinden kosten, diese Aufgabe zu erfüllen, hätte ich hier ein kleines bisschen Motivationswasser. Gut, bitte. Beiße einmal in eine Zwiebel und wiederhole dabei den Kult-Werbeslogan, damit Sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Gut. Gut. Mit links. Oh. Linkshänder. Nee, wehe. Ah, jawohl. Oha. Oh Gott. Aber die ganze, ne? Ah, nee, warte, so rum geht es gar nicht. Ich habe nicht so einen großen Mund. Kannst du mal vorbeißen? Ja, könnte ich. Ich habe echt ein großes Maul. Oh Gott. Dann müssen wir auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Und lächeln. Wie ist das? Zwiebeln sind geil.
Also rohe Zwiebeln. Ich mag rohe Zwiebeln auf Hot Dogs und so, ist immer ganz gut. Hier, nimm das. So. Immer ein Stück rohe Zwiebeln. Ja, ich hab noch die Bolognese von gestern im Magen. Er darf die Aufgabe verlesen. Mm. Oh, lecker. Mm. Versuche, deine Beine hinter den Kopf zu bekommen. Während du zum Glück haben wir alle heute Hosen an. Wobei du, es gibt sehr viele Fotos von dir, auf denen du gedresst bist wie eine Frau und du hast wesentlich schönere Beine, als ich jemals in meinem Leben haben werde. Auch als Transe sahst du sehr gut aus. Danke sehr. Voll. So, gut, zeig doch mal, Mäuschen. Ja. Ich finde, das bist schon du, ja. Ich mach meinen Rock an. Mach meinen Rock hoch, genau. Okay. Der kann das auch noch, pass mal auf. Wahrscheinlich, ja. Nee. Alter. Den anderen auch noch? Krass. Und bleib so. Muss aufpassen, dass die Zwiebel nicht rauskommt. Warum kannst du das? Ich weiß es nicht. Ich war mal, Waldorfschule Eurythmie und so. Ah, ja. Alles klar. Und lange Beine. Machst du Yoga? Nee, gar nicht. Was ist das? Gut. Okay. Das ist Joggen. Ich sehe schon. Singe mit Inbrunst den Refrain von My Heart Will Go On. Wilson, du darfst drehen. Was ist denn eigentlich mit dem Schnaps da vorne? Der steht hier. Ich kann den mal abfüllen, wenn ihr wollt. Also vielleicht hilft der bei For My Heart Will Go On nicht. Bitte mir nochmal so ein Schnappes für den Weg. Guck mal da. Oh Gott. Deswegen habe ich eine Band, weil ich kein Sänger bin. Sonst wäre ich ja ein Solo-Sänger. Nee, du hast einfach die Band gekauft. Ja. Und was machst du dann da? Gut aussehen und Schlagzeug spielen. Naja, ich schreibe dann so die Songs mit und so und singe dann. Und aber ist ja eine Band, von daher, ich stehe nicht alleine da. Die Band zählt ja als Band. Aber ich bin auch mehr so ein Band-Typ. Ich habe immer eine Crew dabei und so. Ich bin, da sind alle gleich auf demselben Level. Keiner. Achso, Prost. Ja, ist gut. So. Braucht man es schon in Vorbereitung? Achso, hier bitte der Text. My Heart Will Go On. Haben wir Musiker dazu? Celine Dion freut sich jetzt schon. Genau. Meine Mutter Celine Dion wird sich freuen. Celine Dion? Oh, was ist denn das? Dion. Yes. Dion. Ja. Ist ja auch asiatischer Herkunft, die Dame. Oh Gott, halt dir die Ohren zu, ihr auch. Nee. Also Feuerzeug. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Also, ich glaube, ehrlich gesagt, besser wird es nicht. Ich habe hier vorne in der ersten Reihe Tränen gesehen. Wem willst du gerade verarschen? Ja, aber das kommt von den Zwiebeln. Ja gut, das ist auch wieder mein Atem. Das treibt den Leuten. Ich würde sagen, höchst verdient, weil er in diese Sendung gekommen ist, gewinnt dieses Spiel, das man nicht gewinnen kann. Wilson sehr überzeugend mit 1000 Punkten zu 0. Was kannst du dich erinnern beim Flaschendrehen? Wir haben Flaschendrehen gespielt und ich habe ein Mädel auf den Mund küssen müssen. Und Jimmy hat dann das erste Mal am nächsten Tag mit demselben Mädel Flaschendrehen gespielt und hatte seinen ersten Kuss auf den Mund auch mit der. Das und dann war das wart ihr beide mit der zusammen? Nein, zum Glück nicht.